是四，十是十，十四是十四，四十是四十。Sorry。Kuşlar bir şey peşin şey peş kuşun şaş para. Na bak le makan waki, sni waki makan waki lat. لغات كثيرة على الأقل لغتين إلى أربعة. Die Muttersprache plus drei. Όσο περισσότερες γίνεται. Italian Beauty. Ράτσο που με την αίτηση, μη του φρόν με τζερ χαραδαμιάνι αμπούπεν σακατσόλωση. Μπαχνού γιζέ σώου βεζούκουανκανιας φέλεγαλ. Με κοινάτσουμ σώου βεζούκουανκα σε μινάγκαρ, πεσούς με τσάλι αλεπέτε. Entre más lengua sabemos, es más cultura para nosotros. Человек должен знать столько языков, сколько ему необходимо знать для работы и для жизни. Un tigre, dois tigres, três tigres. 88 prachtige grachten. 88 prachtige grachten. Wie viele Sprachen braucht der Mensch? Geht es nach Emil Krebs? Dann mindestens 30. Er muss es wissen, als historisches Sprachengenie. Zu seinen Lebzeiten kannte er über 100 Sprachen. 68 soll er in Wort und Schrift beherrscht haben. Ein Ausnahmepolyglotter, der auch fast 90 Jahre nach seinem Tod dem Auswärtigen Amt noch wohl bekannt ist. Hier übersetzte er einst aus über 40 Sprachen. Vor 10 Jahren wurde sein Vermächtnis wiederentdeckt, was vor allem in Polen sehr positiv zur Kenntnis genommen wurde. In Niederschlesien lag die Heimat von Emil Krebs. Eine Verbindung, die ihn deshalb für viele polnische Menschen heute zur Identifikationsfigur des kulturellen Austauschs werden lässt. Kommunikation, Völkerverständigung. Bis heute ein elementares Gut innerhalb der Diplomatie. Über Sprache die Positionen des anderen zu verstehen, ist wichtig. Sie transportiert Inhalte genauso wie grundsätzliche Strukturen des Denkens und Kulturen. Damit deutsche Diplomatinnen und Diplomaten in der Welt diesen Austausch meistern können, werden sie hier geschult. Im Sprachlernzentrum des Auswärtigen Amts. 80 Sprachen werden hier potenziell unterrichtet von 250 freiberuflichen Lehrkräften. 10 Mitarbeiter im Team um Gunnar Hille kümmern sich um die Organisation der Betreuung an den Botschaften im In- und Ausland. Sprachenvielfalt heißt, Tore zur Welt zu öffnen, egal zu welchen Sprachen. Es hilft, über den eigenen Horizont zu springen. Und wer mehrere Sprachen beherrscht, hat einen breiteren Horizont als jemand, der nur in der eigenen Sprache denken und handeln kann. Junge Leute sollten in der Lage sein, untereinander auch in Sprachen zu kommunizieren, die nicht alltäglich sind. Das heißt, ich kann jedem jungen Menschen, der interessiert ist, auch empfehlen, eine Sprache zu lernen, die vermeintlich abseits liegt, eine kleine Sprache. Auch das kann man aus Emil Krebs' Biografie lernen. Es lohnt sich, auch vermeintlich ablegene Sprachen zu lernen. Man entdeckt da so viel, was noch gar nicht anderen bewusst geworden ist. Und es ist immer wieder eine Freude, sich hineinzuarbeiten. Und so steht vor allem für junge Menschen das geplante Vermächtnis von Emil Krebs, ein Kompetenzzentrum für polnische Sprache in Deutschland sowie ein Haus der Sprachen in Polen. Wir wollen damit erreichen, dass ein größeres Interesse am Sprachenlernen und letztlich auch an Europa erfolgt. Kommunikation auf Augenhöhe, mehr Vertrauen und Verständnis für sein Gegenüber lautet der Grundsatz für einen gemeinschaftlichen und kulturellen Austausch, nicht nur unter Diplomaten in der Welt. Perro de Ramón Ramírez no tiene rabo, porque Ramón Ramírez se lo ha rapado.